Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Benefizkonzert Musik für Nepal vom Quiz Quintett. Wir sind ziemlich überwältigt, dass so viele Leute heute Abend den Weg hierher gefunden haben und nicht am See oder im Garten hängen geblieben sind. Der Anlass des heutigen Konzertes ist sicherlich eine große Freude am gemeinsamen Musizieren des Quiz Quintett, das Sie heute hören werden. Ein weiterer Anlass ist aber auch das Erdbeben in Nepal, was sich am 25. April diesen Jahres zugetragen hat. Die verheerenden Folgen des Erdbebens sind sicherlich allen von uns bekannt, vor allem durch die zahlreiche Medienberichterstattung. Auch in Göttingen gab es einen Verlust. Professor Matthias Kuhle von der Uni Göttingen ist in Nepal ums Leben gekommen. Und viele seiner Studierenden haben auf der Exkursion mit ihm sicherlich traumatische Folgen davon getragen. Ja, nach der akuten Katastrophenhilfe in Nepal gilt es nun vor allem den Wiederaufbau dort zu starten. Das umfasst vor allem den Wiederaufbau von Gebäuden und die Rekonstruktion der Infrastruktur im Land. Und das wird viele, viele Jahre dauern und kann erst im Oktober diesen Jahres beginnen, da zurzeit Monsun herrscht in Nepal. Wir haben uns gefragt, wie Musik, die wir hier in Göttingen hören können, vielleicht einen Beitrag dazu leisten kann, den Wiederaufbau in Nepal zu unterstützen, und haben uns auf die Suche begeben nach ganz konkreten Möglichkeiten. Dabei sind wir im Internet auf einen Spendenaufruf gestoßen von Professor Dr. Gerd Matthias Wegner. Er selbst ist deutscher Musikethnologe und hat vor gut 20 Jahren ein Musikinstitut in Nepal gegründet, an der Universität in Kathmandu. Er war jahrelang auch Leiter des Instituts, mittlerweile ist er nomineller Leiter und hat einen nepalesischen Nachfolger gefunden. Und das Institut in Kathmandu wurde durch das Erdbeben fast vollständig zerstört. Und wir würden gerne das Institut dabei unterstützen, zumindest mit einem kleinen Teil, die Gebäude wieder aufzubauen und auch einen Teil der Musikinstrumente wieder zu ersetzen und auch die Bibliothek wieder aufzubauen dort. Und dafür ganz konkret sammeln wir heute Abend Spenden. Und Sie haben vielleicht schon gesehen, draußen in der kleinen Aula, also im Vorraum, gibt es Informationstafeln und Fototafeln zu dem Institut und auch zu Professor Dr. Gerd Matthias Wegner selbst, der auch eine persönliche Nachricht für das Konzert heute dagelassen hat. Er selbst kann leider nicht hier sein, aus gesundheitlichen Gründen. Er wäre aber gern gekommen. Und er wird im Oktober dann mit den gesamten Spendengeldern nach Nepal reisen und mit dem Wiederaufbau des Instituts dort beginnen. Ja, ich möchte gerne noch erwähnen, dass wir keine Organisation sind und dass auch kein Verein hinter uns steht. Also das ist auch keine Uni-Veranstaltung heute, sondern wir sind 7 Studierende, die aus persönlichem Interesse dieses Konzert heute Abend organisieren und dadurch auch durch diesen persönlichen Kontakt zu Herrn Wegner eben froh sind, eine Möglichkeit gefunden zu haben, wirklich Spenden auf schnellem Weg nach Nepal bringen zu können. Ja, wir bedanken Herrn Dr. Gerd Matthias Wegner ganz herzlich für die Kooperation über die letzten Wochen, für sein persönliches Engagement für das Institut. Und weiterhin danken wir natürlich herzlich der Universität Göttingen, die uns die wunderschöne Aula für heute Abend zur Verfügung gestellt hat. Dabei gilt besonderer Dank Frau Katharina Trabert vom Fundraising der Uni. Weiterhin herzlicher Dank geht an die Catering-Firma Goldkorn, die draußen im Foyer Getränke verkauft. Der komplette Erlös aus dem Getränkeverkauf geht in die Spendenbox und wird dann auch nach Nepal geschickt werden. Und wir danken dabei besonders Sabrina Jurka und Heinz Gabbe, die beide bei Goldkorn arbeiten und über die wir den Kontakt zu der Catering-Firma aufbauen konnten. Und zum Schluss danken wir noch allen Mitwirkenden des heutigen Abends. Hier wird schon fleißig fotografiert und auch gefilmt. Und ja, allen Unterstützern über die letzten Wochen. Und wir freuen uns, dass Sie alle gekommen sind. Ja, bevor es dann letztendlich losgehen wird, möchte ich noch ein paar kurze Worte verlieren an die Musiker, die Sie gleich erleben werden, und auch an das Programm. Ich möchte einfach nur schnell die 6 Musiker vorstellen, die in den nächsten 2 Stunden für Sie spielen werden.
Sie werden sehen an der Geige Bonze, der gerade Doktorand der Musikwissenschaft hier in Göttingen ist, des Weiteren Maria Mironova, die im dritten Semester Physik studiert, Viola Vogt an der Bratsche, studiert im achten Semester Medizin hier in Göttingen, Moritz Disselkamp am Cello, ist jetzt gerade fertig geworden mit seinem zehnten Semester und schreibt im Oktober sein Staatsexamen in Medizin. Und dann haben wir noch Christoph Bloß, der bereits Geige studiert hat in Deutschland und in den USA, derzeit aktiv mitspielt an der Staatsoper in Hamburg und jetzt im zweiten Semester Humanmedizin in Göttingen studiert. Und zu guter Letzt spiele ich auch noch Klavier. Ich mache gerade mein praktisches Jahr hier in Göttingen, bin quasi im 11. Semester auch in der Medizin. Und ja, so sieht man, es ist eine bunte Mischung mit vielen Medizinern, aber auch zwei anderen Studiengängen. Und wir freuen uns sehr, dass das hier geklappt hat und dass wir mit der Musik Sie alle hierher locken konnten und Ihnen Freude bereiten können und vielleicht indirekt auch den Institut in dem Fall eine noch größere Freude machen können. Und so werden Sie jetzt gleich folgendes Programm hören. Wir werden beginnen mit dem Streichquartett von Antonín Dvořák in F-Dur, Opus 96. Anschließend folgt eine Violinsonate von Wolfgang Amadeus Mozart in B-Dur. Dann folgt eine 20-minütige Pause, in der Sie herzlich eingeladen sind, sich mit Getränken zu versorgen im Foyer. Und abschließend folgt in der zweiten Hälfte von Peter Tschaikowski das Andante Cantabile und zum Schluss das Klavierquintett von Alexander Borodin. Und nun wünsche ich Ihnen einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß.